Keynote am Samstag dieses Jahr wird gehalten von Stefan Wehrmeier, seines Zeichens Entwickler bei der Open Knowledge Foundation. Und er wird uns, sag ich mal, den Blick eines Softwareentwicklers auf die deutschen Gesetze und die deutsche Gesetzgebung und warum es auch interessant sein kann, wenn man mal so ein Diff zwischen zwei Versionen von einem Gesetz haben kann. Und ja, ich wünsche euch viel Vergnügen. Hallo. Hallo Froskan. Mein Vortrag heißt Demokratie DevOps. Habe ich mir ausgedacht, weil es super interessant klingt und damit ihr alle zur Keynote kommt. Wer weiß denn hier, was DevOps ist? Wer hätte es lieber nicht wissen wollen? Ja, ist klar. Also DevOps, das ist diese neue Methodologie, dass das Schreiben von Software und das Betreiben von Software etwas kombiniert werden soll und das soll dazu führen, dass es einen schnelleren Entwicklungszyklus gibt. Ja, dass die Features, die neu entwickelt werden, dass sie schneller in den laufenden Betrieb übernommen werden. Und sowas stelle ich mir ein bisschen für die Demokratie vor. Dass die Leute, die an der Demokratie arbeiten, die neuen Features entwickeln, dass die endlich in Kontakt kommen mit den Leuten, die die Demokratie für uns betreiben. Ah, jetzt bewegt sich auch endlich der Hintergrund. Sehr gut. Ich arbeite als Softwareentwickler für die Open Knowledge Foundation Deutschland. Das ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Und da arbeite ich größtenteils an Frag den Staat. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ein Portal für Informationsfreiheit. Die Open Knowledge Foundation hat noch viele andere schöne Projekte, wie zum Beispiel den Prototype Fund. Den Prototype Fund findet ihr auch auf dieser Konferenz. Die laufen rum und verteilen Sticker in dem Bereich. Habt vielleicht auch schon mal ein Plakat gesehen. Der Prototype Fund finanziert Open-Source-Projekte, die ein bisschen gesellschaftliche Wirkung haben, mit bis zu 48.500 Euro in Zusammenarbeit mit dem DLR. Das ist staatliches Geld, das einfach an Open-Source-Projekte fließen soll. Also wenn ihr da eine gute Idee habt, bewerbt euch. Die aktuelle Bewerbungsrunde läuft gerade. Ansonsten machen wir Jugendhackt, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Das ist, wo Jugendliche mit Code ein bisschen daran arbeiten, die Gesellschaft besser zu machen. Und wir haben natürlich die Open Knowledge Labs, die ein bisschen die Nachbarschaft besser machen im digitalen Ehrenamt. Aber heute rede ich über Demokratieinfrastruktur. Und da geht es mir darum, dass wir als Zivilgesellschaft versuchen, diese Digitalisierung mitzugestalten. Und wir versuchen, sie so mitzugestalten, dass wir die Demokratie damit vorantreiben und mitformen. Denn das, was andere durch die Digitalisierung mitnehmen, das muss die Zivilgesellschaft natürlich auch mitnehmen, sonst bleiben wir ein bisschen zurück. Und wir sehen da die Chance, Informationen effektiv zu verteilen und damit das bürgerliche Engagement zu stärken. Das heißt, Informationen rechtzeitig, aktiv und am besten per Push an die Leute zu bringen, die damit dann irgendwas Gutes machen können. An Initiativen, die damit ihre Nachbarschaft bereichern oder an die Abgeordneten, die damit rechtzeitig in der Opposition sagen können, Moment mal, was habt ihr eigentlich in dieses Gesetz geschrieben? Und momentan gibt es halt diese Informationsasymmetrien, wo Leute, die sich das leisten können oder die richtigen Zugang zu diesen Systemen haben, die kommen an solche Informationen heran. Und als normaler Bürger ist es teilweise etwas schwieriger, daran zu kommen. Und diese Asymmetrien wollen wir abbauen. Und das ist so ein bisschen der Teil dieses Vortrags. Das ist diese Demokratieinfrastruktur zu öffnen. Denn nur wenn man gut informiert ist, kann man sich an diesen gesellschaftlichen Prozessen effektiv beteiligen. Darum geht es eigentlich. Außerdem gibt es natürlich dieses Nerd-Bedürfnis, Infrastruktur selber zu bauen, zu verstehen, zu verbessern. Das kennt ihr ja selber. Es gibt keine Konferenz, wo nicht die Audioengel, die Videoengel, alles selber aufbauen, das Netzwerk funktioniert. So ein bisschen muss es auch mit der Demokratie werden, dass wir da diese Prozesse besser verstehen und aktiv verändern und mitgestalten können. Mein erstes Projekt war in diesem Bereich das Bundes-Git. Das war mein Versuch zu verstehen, wie entsteht eigentlich ein Gesetz. Das war 2012 und die Idee war, okay, ich habe hier dieses ganze coole Software-Tooling, mit dem ich irgendwie meine Software versioniere und tagge und signiere und Gesetze, das ist ja eigentlich das Gleiche. Ne? Code is law, das sagt man so ein bisschen, von Lawrence Lessig ist das. Und die Frage ist,
Funktioniert das auch mit den Gesetzen? Dann, wenn man uns den Gesetzentstehungsprozess mal anguckt, dann sieht es ungefähr so aus, das ist jetzt meine persönliche Warnung, die Bundesregierung kriegt einen Referentenentwurf rein, der ist dann im Kabinett und dann gibt die den in den Bundestag, da wird es dann in den Ausschüssen debattiert, dann gibt es vielleicht noch geht es an den Bundesrat, wenn es zustimmungspflichtig ist, dann geht es nochmal zurück. Irgendwann ist es dann fertig und dann segnet die Bundesregierung das ab und dann segnet auch der Bundespräsident das ab, natürlich mit einem GitTag-S, also einem signierten Commit, und dann landet das irgendwann im Production Release Branch der Bundesrepublik. Und dann ist es tatsächlich Gesetz. Und was bei uns, was ich jetzt hier als Production Release Branch genannt habe, das ist das Bundesgesetzblatt. Da wird das nämlich verkündet. Aber ein Commit ist ja eigentlich tatsächlich ein kompletter Snapshot des aktuellen Repositories. Und das sieht bei Gesetzen leider ein bisschen anders aus. Da sieht das nämlich leider so aus. Das hier ist jetzt das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts. Und dann ist so ein bisschen Preamble und dann wird gesagt, dem Paragraphen 1309 wird folgender Absatz 3 angefügt. Paragraph 3 Absatz 1 gilt nicht für Personen, die eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehen wollen und deren Heimatstaat die Eingehung einer gleichgeschlechtlichen Ehe nicht vorsieht. Und Paragraph 1353 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Das ist menschenlesbar, aber leider überhaupt nicht maschinenlesbar. Ja, aber so werden Gesetze beschlossen. Ihr kennt das vielleicht eher so. Ja, das ist sozusagen einfach der Patch dafür, für das Gesetz. Auch ich finde das wesentlich einfacher lesbar, auch sehr übersichtlich. Ich kann sofort sehen, aha, da ist was hinzugekommen, da wurde was weggenommen oder geändert. Und diese Methode wollte ich halt auch auf Gesetze anwenden. Das Problem ist, wenn ein Gesetz geändert wird, dann sieht man halt tatsächlich nur diese linke Variante. Und das zu überführen in eine maschinenlesbare Art ist kompliziert. Ja, also das ist, glaube ich, eine ganze NLP-Doktorarbeit mindestens. Denn das ist jetzt natürlich nur eine Variante, wie man sowas formulieren kann. Man kann das auch noch in verschiedenen anderen Varianten formulieren. Die deutsche Sprache ist da sehr kreativ. Und die einzige sinnvolle Art und Weise, das dann tatsächlich die Gesetze zu versionieren, war dann folgendes. Ja, ich habe das Komplettarchiv der Gesetze von gesetzeiminternet.de runtergeladen. www.gesetzeiminternet.de ist die offizielle Seite im Internet für Gesetzen und wird von der Juris GmbH betrieben, aber für das Bundesjustizministerium. Dort findet man die konsolidierten Varianten der Gesetze. Das heißt, da ist jemand hingegangen, hat diese Sätze gelesen und hat sie auf das Gesetz angewendet und hat somit quasi die neue Gesetzeslage herausgefunden. Dann habe ich das Inhaltsverzeichnis des Bundesgesetzblattes gescraped, also das Inhaltsverzeichnis, wo drin steht, okay, folgende Sachen wollen wir ändern. Dann habe ich so geguckt, okay, was hat sich denn jetzt seit meinem letzten Scraping von Gesetzen im Internet geändert? Aha, hier folgende Änderungen. Und dann habe ich versucht, diese Änderungen zu matchen mit dem, was quasi geändert werden sollte. Und dann habe ich daraus Commit-Messages gemacht und dann, das ging mit so einem semi-manuellen Skript und rauskommt das Bundesgit. Ja, das ist der Oktoigel, offizielles Logo des Bundesgits. Und die Idee war auch, diese Gesetze als Markdown zu nehmen, weil Markdown hat die schöne Eigenschaft, dass es halt nicht nur menschenlesbar ist, sondern auch menschenschreibbar und gleichzeitig halt nur ein rohes Textformat, sehr gut zum Diffen, hat ganz gut funktioniert. Problem ist natürlich, die ganzen Metadaten sind so ein bisschen weg, kann man versuchen im Commit unterzubringen, aber kompliziert. Letztlich war das ein bisschen zu viel Arbeit, gerade dieses semi-manuelle Skripte bedeutet, dass es dann trotzdem sehr viel Handarbeit ist, weil beim Konsolidieren der Gesetze entstehen lauter Fehler, tatsächlich auch einfach Tippfehler. Da geht jemand hin und versucht, aha, so soll das Gesetz geändert werden, dann wird das eingetippt und dann wird sich vertippt. Ja, dann steht da irgendwas auf gesetzeiminternet.de, was quasi so nicht eigentlich beschlossen wurde und dann wird das irgendwann mal korrigiert. Aber diese Tippfehler, die finde ich natürlich auch in meinen Diffs, ja, wenn ich versuche, dann da Commits zu machen. Und dann muss ich auf einmal Commits machen, die sozusagen gar kein Gesetz sind, sondern einfach nur Tippfehler-Commits. Ja. Dann könnte ich das natürlich irgendwie rebasen, aber dann hat schon jemand auf GitHub einen Pull-Request gestellt. Ja. Wir haben nämlich diese Organisation Bundestag auf GitHub dann erschaffen, github.com/Bundestag. Da finden sich auch noch ein paar andere schöne Skripte rings um das Parlament. Und da kann man dann halt auch tatsächlich dann Pull-Requests machen und zum Beispiel, das war der Referentenentwurf zum Leistungsschutzrecht, damals 2012, ganz aktuell, habe ich damals mit einem
Won't Fix Label versehen. Hat leider nicht geholfen, wurde trotzdem verabschiedet. Und tatsächlich hat auch die Piratenpartei damals, die da noch richtig stark in den Parlamenten war, jedenfalls im Berliner, hat auch Pull-Requests gestellt zu ihren Vorschlägen. Da ging es auch zum Beispiel um Freifunk. Was müsste man ändern an der Gesetzeslage, um Freifunk rechtssicher zu machen? Dazu gibt es auch einen Pull-Request. Und so konnte man halt relativ einfach sehen, okay, was müssen wir eigentlich an unseren Gesetzen ändern, damit wir das hinbekommen, was wir eigentlich wollen. Und Pull-Request, das haben die Leute dann verstanden, jedenfalls wir. Ja. Ich habe das noch ein paar Leuten im Bundestag vorgestellt, da auch irgendwie Leuten, die bei Abgeordneten arbeiten, die fanden es ja ganz lustig, aber ich habe hier meine Word-Versionierung und das funktioniert doch auch. Ja. Wir sind da natürlich irgendwie anderer Meinung, aber natürlich treffen da Welten aufeinander, die nicht ganz kompatibel sind. Ich würde ja behaupten, das ist immer noch besser, aber es hat auch seine Probleme. Ich konnte es zum Beispiel einfach nicht maintainen, weil ich einfach zu viel Zeit hätte reinstecken müssen, um die ganzen Änderungen in tatsächliche Commits zu überführen, und das war so ein bisschen mein Anspruch. Aber ich habe so ein bisschen über das Bundesgesetzblatt geredet. Dazu habe ich auch ein Projekt mitgebracht, und das ist offene Gesetze. Denn das Bundesgesetzblatt ist das Verkündungsblatt der BRD. Dazu muss man wissen, wenn etwas verkündet wird, nicht verkündigt, sondern verkündet, dann betrifft das zwei Dinge, einmal religiöse Prophezeiungen und einmal Gesetze. Ja, quasi beides äquivalent, beides wird verkündet, und auf bgbl.de findet man das Bundesgesetzblatt. So sieht etwas aus. Das ist das erste Bundesgesetzblatt, das herausgegeben wurde mit dem Grundgesetz drin, sehr historisch, findet man auch online, und das hier ist die Webseite. Wenn man auf bgbl.de geht, da fällt mir immer als erster auf, da oben steht dann so ein Logo, Bundesanzeiger Verlag. Aber der Bundesanzeiger selbst ist auch ein offizielles Organ, in dem Dinge veröffentlicht werden von der Bundesregierung. Aber der Bundesanzeiger Verlag ist tatsächlich die Bundesanzeiger Verlags GmbH. Das ist ein privater Verlag, der wurde 1998 teilprivatisiert und 2006 dann vollständig privatisiert. Der gehört zum Dumont Verlagsgruppe, und dem gehört zum Beispiel auch die Berliner Zeitung, der Berliner Kurier, der Express, die Hamburger Morgenpost, also ein paar gute, seriöse Zeitungen sozusagen, und der gibt auch irgendwie komischerweise unsere Gesetzesblätter heraus. Na gut, erstmal okay, aber dann schauen wir doch mal, es gibt sogar Gott sei Dank so einen kostenlosen Bürgerzugang zu den Gesetzen. Na Gott sei Dank, ich kann meine Gesetze auch kostenlos lesen. Sehr gut, klicke ich mal drauf, aber was man dann sieht, ist dann oben so eine große Einblendung: Mit der weiteren Nutzung des Bundesgesetzblatts online erkennt der Nutzer an, dass er von diesen Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen hat. Die elektronische Version des Bundesgesetzblattes genießt generell Datenbankschutz nach § 87a fortfolgend Urheberrecht. Ja, das heißt, auf einmal beansprucht dieser Verlag Datenbankschutzrechte auf die Sammlung unserer Gesetze. Ein einzelnes Gesetz kann er tatsächlich nicht schützen, weil Gesetze sind gemeinfrei, Gott sei Dank. Ja, sonst wäre noch schöner. Aber Gesetze sind nach § 5 Urheberrecht gemeinfrei, das heißt, damit kann man machen, was man will. Nur eine Sammlung von Gesetzen, ja, wenn jemand die so zusammenstellt, dann kann das halt Datenbankschutzrecht genießen. Wir haben da jetzt nicht so ganz dran geglaubt, weil eigentlich gemeinfreie Werke, wenn ich die zusammenstelle, ist das dann auf einmal nicht mehr gemeinfrei? Großes Fragezeichen, gibt da auch schon Gerichtsentscheidungen zu. Aber das große Problem ist, der Bundesanzeiger Verlag wurde in dieser Funktion beauftragt, diese Veröffentlichung vorzunehmen, und kriegt irgendwie im Gegenzug das Recht, Datenbankschutzrechte zu beanspruchen. Gleichzeitig ist die Feature-Auswahl von dieser kostenlosen Bürgerversion relativ beschränkt. Es gibt keine Suche, es gibt kein OCR von PDFs vor 1998, das heißt, da kann man eigentlich nichts drin finden. Gleichzeitig ist dann auch die PDFs gegen Copy and Paste und vor Ausdrucken geschützt. Ja, ihr habt das vielleicht auch mal, so ein PDF gefunden, dann irgendwie drucken, sagt das Programm nein, jedenfalls wahrscheinlich Proprietärprogramme sagen nein, die meisten Open-Source-Programme sagen ja, ups, mache ich jetzt trotzdem, das ist einfach nur ein Flag, kann man auch schnell wegmachen, und das haben wir dann auch weggemacht, und gleichzeitig enthalten diese Gesetzesseiten dann Werbung im Footer, ja, das Gesetzblatt, und irgendwo unten steht dann immer Werbung für den Bundesanzeiger Verlag. Wofür Werbung? Ja, man kann nämlich dieses Gesetzblatt auch beziehen, und zwar für 99 Euro im Halbjahresabonnement oder für 108 Euro im Halbjahresabonnement per E-Mail. Das heißt, wenn ein neues Gesetzblatt rauskommt, dann
kann man dafür zahlen, dass man das per E-Mail zugestellt bekommt. Man kann auch auf bgbl.de gehen und im kostenlosen Bürgerzugang da reinschauen, aber da hat man dann halt dann dieses beschränkte PDF. Für uns von der Open Knowledge Foundation war das kein guter Zustand. Das war irgendwie sehr anachronistisch, wie da mit unseren Gesetzen umgegangen wird. Und deswegen haben wir dann offenegesetze.de gemacht. Das ist eine Webseite, auf der kann man sich dann einfach diese Bundesgesetzblätter komplett durchsuchen, herunterladen. Es gibt eine API. Die PDFs sind unlocked, ja, und sind auch OCR, auch die vor 1998. Das OCR ist so mittel, aber so Stichwortsuche klappt ganz gut. Und das haben wir dann online gestellt, um zu gucken, aha, lieber Bundesanzeiger Verlag, gucken wir doch mal, wie geschützt diese Gesetze denn wirklich sind. Und damit das auffindbar ist auf offenegesetze.de, haben wir es natürlich auch nochmal auf offenegesetze im Internet.de veröffentlicht, damit es klar ist, wo man es finden kann. Das hier war übrigens der Vertrag mit dem Bundesanzeiger Verlag, auch ganz interessant. Da wurden dann viele Dinge geschwärzt. Das ist das Justizministerium, das da diesen Vertrag hat mit dem Bundesanzeiger Verlag zur Veröffentlichung des Bundesgesetzblattes. Also der einzige Weg, Gesetze in Kraft treten zu lassen in der Bundesrepublik. Und diese Vertragsseiten, die da geschwärzt wurden, da geht es dann um die Geheimhaltungsinteressen wegen der unmittelbaren Auswirkung auf die wirtschaftliche Situation des Bundesanzeigerverlags. Das heißt, wenn man wüsste, was da drin steht, dann könnte es sein, dass der Bundesanzeigerverlag in der wirtschaftlichen Situation stark geschwächt wird. Also bitte kündigt eure Halbjahresabonnements noch nicht. Ja, der Bundesanzeigerverlag muss noch ein bisschen weiter leben. Hier ist nochmal so ein kleiner Feature-Vergleich. Ja, unsere Dokumente sind druckbar, Volltextsuche. Also alles, was man sozusagen auch von Software heute erwartet, wenn man da Dokumente durchsucht. Wir versuchen eigentlich nur sozusagen auf den aktuellen Stand zu kommen. Ja, wir wollen gar keine krass neuen Features einführen. Es soll eigentlich nur sozusagen bequem sein und möglichst zugänglich. Und das haben wir ganz gut erreicht. Ein paar Wochen später hat dann auch Frau Barley erkannt, dass das vielleicht beim Bundesanzeigerverlag nicht so gut aufgehoben ist. Und sie hat dann diesem Dumont-Verlag das Bundesgesetzblatt weggenommen. Das haben sie allerdings schon länger vorbereitet. Es gibt mittlerweile Pläne für eine E-Verkündung, wie das dann heißt. Da gibt es dann einen XML-Standard, der dafür sorgen soll, dass Gesetze tatsächlich auch elektronisch in Kraft treten können, bearbeitet werden können, dann veröffentlicht werden können. Und das ist eine gute Entscheidung, glaube ich. Allerdings erst, das wird erst in Kraft treten 2021, glaube ich. Also es dauert noch ein bisschen, bis tatsächlich auch der Bundesanzeigerverlag nicht mehr das Bundesgesetzblatt veröffentlichen darf. Dass das ein XML-Standard werden soll, ich hatte ja eben schon beim Bundesgit gemeint, ja, Markdown habe ich mich für Markdown entschieden, auch weil es menschenschreibbar ist. Das heißt, weil ich auch als Mensch dann sagen kann, okay, ich ändere jetzt das Gesetz, passe das so ein bisschen an und habe jetzt sozusagen eine neue Version, die ich quasi mit anderen, die ich vorschlagen kann, wo ich einen Pull-Request stellen kann, den ich als Patch verteilen kann sozusagen. Bei XML scheitert das dann sofort wieder so ein bisschen, weil da brauche ich dann natürlich erstmal eine Software. Wer sagt, XML sei menschenschreibbar, ist wahrscheinlich Sadist. Also da braucht man wahrscheinlich eine extra Software, die ganzen Metadaten und Namespaces und so weiter verwaltet. Es gibt leider auch noch viele andere Gesetzblätter. Hier habe ich noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist das sächsische 6GVBL, das sächsische Gesetz- und Verordnungsblatt. Und da kostet auch eine Ausgabe, wenn man da draufklickt, 7,28 Euro, wenn man die lesen will. Es gibt eine Leseversion, wenn man da draufklickt, dann ist das Inhaltsverzeichnis, da kann man noch Text markieren, aber im restlichen Text, das ist dann nur noch Bilder. Also das ist quasi auch noch ein bisschen eine User-Interface, das können wir auch noch ein bisschen bequemer machen, das könnte man auch noch mal zum Beispiel OCRen. Das ist natürlich dann die Frage, hat dann dieser Verlag, der dahinter steht, ja, wieder ein privater Verlag, hat der dann damit ein Problem. Aber falls euch 7,28 Euro zu viel ist, ihr könnt halt auch ein Abonnement abschließen, das kostet dann 48,53 Euro im Jahr, um halt die sächsischen Gesetze zu lesen. Also es bleibt noch viel zu tun und es gibt noch sehr, sehr viele andere Gesetzblätter. Es gibt noch das Ministerialblatt, das gemeinsame Ministerialblatt auf Bundesebene und in jedem Bundesland ist tatsächlich irgendwo noch etwas, was da irgendwo ein bisschen schief läuft. Viele Länder nutzen auch Juris, um die Gesetze online anzuzeigen. Das funktioniert einigermaßen, aber manchmal auch nicht so gut. Die Software sieht da immer so ein bisschen kaputt aus. Ich glaube, das kann man alles noch offener gestalten. Und
wir haben das jetzt so beispielhaft mal am Bundesanzeiger gemacht, beim Bundesgesetzblatt, und das hat ganz gut funktioniert, aber war auch sehr viel Arbeit, und wir können uns halt nicht so ganz darauf zurückziehen, das jetzt mit allem zu machen. Ja, so funktioniert das nicht. Das ist diese typische DevOps. Ja, wir machen so ein bisschen Development, aber wir können das nicht operationalisieren. Ja, wir können nicht alle Gesetzblätter als Zivilgesellschaft irgendwie versuchen bereitzustellen. Momentan gibt es da halt Verlage, die damit Geld machen, das in einer bestimmten Form aufzubereiten und dann für andere Formen auch Geld zu verlangen. Und das finde ich halt für Gesetze ziemlich unmoralisch. Und das muss sich ändern, und das kann eigentlich nur der momentane Operator ändern, und das wäre natürlich in diesem Fall die Regierung bzw. die Ministerien, die dann für die Justizsachen zuständig sind. Aber ich bin mir sicher, wir machen da Fortschritte, weil wenn man sich das jetzt anguckt, heute lachen wir drüber, aber was machen wir in 10 Jahren, wenn es das noch gibt? Ja, das wäre nicht gut, deswegen müssen wir das eigentlich schleunigst ändern. Na, wie man Sachen ändert, sieht man an kleineanfragen.de. Kleineanfragen.de ist ein Projekt, das die kleinen Anfragen aus den Landesparlamenten und dem Bundesparlament zusammenführt. Und dafür möchte ich euch mal Maxi vorstellen. Ja? Maxi mag Demokratie. Ja? Maxi mag Demokratie sogar so sehr, dass er halt tatsächlich Scraper geschrieben hat für die 16 Landesparlamente und den Bundestag, um die ganzen kleinen Anfragen aus diesen Parlamentsdokumentationssystemen zusammenzuführen auf eine Plattform, kleineanfragen.de, die dort durchsuchbar zu machen. Und man kann sogar Suchworte abonnieren per E-Mail. Das heißt, ich sage einfach, ich interessiere mich für dieses Thema, und dann kriege ich immer eine E-Mail, wenn eine neue kleine Anfrage zu dem Thema irgendwo in der Bundesrepublik veröffentlicht wird. Und das ist super praktisch, weil eigentlich brauchen wir mehr von dieser Push-Funktion. Ja, na klar, wir können überall alles suchen, aber dafür haben wir meistens keine Zeit, gerade weil, wenn sich Informationen stetig aktualisieren, wir brauchen mehr von diesem Push. Gerade als Zivilgesellschaft müssen wir direkt informiert werden, wenn sich irgendwas für uns Relevantes ändert. Und das kann man halt mit den aktuellen Systemen oftmals nicht. Dazu muss man oftmals selber einen eigenen Adapter schreiben, der einem halt einen selbst darüber informiert. Genau, Maxi, das ist kleine Anfragen, ja, eine ganz schöne Seite, tatsächlich super praktisch. Das ist nicht nur relevant für die Zivilgesellschaft, sondern auch die Opposition, die ganzen Mitarbeiter in den Parlamenten freuen sich sehr darüber. Tatsächlich wird kleine Anfragen auch schon in kleinen Anfragen selbst referenziert. Das heißt, man hat dann eine kleine Anfrage, und dann steht da wie in der kleinen Anfrage und so, und dann steht ein Link dahinter auf kleineanfragen.de. Ja, und dann sieht man auf, oh, ups, ich bin auf einmal Infrastruktur geworden, jetzt bin ich in so einem Parlamentsdokumentationssystem, wird ein Link auf mich gesetzt. Heißt das jetzt, dass ich jetzt für alle Zeit diese Seite unter diesem Link online halten muss? Auf einmal sind wir wieder Operator geworden. Und obwohl wir einfach nur so ein Feature entwickeln wollen. Und das Problem ist, dass das dauerhaft leider nicht funktioniert, in so einem Fall Operator zu sein. Denn Maxi wartet seit seit ein paar Jahren einfach auf Upstream Support. Diese Scraper, die gehen nämlich leider regelmäßig kaputt. Ja, das hier ist so ein bisschen die Timeline, wie das Ganze gestartet ist im September 2014. Aber immer wenn ihr da so ein kleines Explosions-Emoji seht, ist einer dieser Scraper kaputt gegangen. Weil da wurde halt eine Parlamentsdokumentationsseite angepasst. Regelmäßig wird irgendwas gelauncht, und dann werden URLs meistens vergessen, nicht weitergeleitet. Das ist normal bei Seiten von Behörden leider. Da gibt es diese Cool Juries Don't Change noch nicht so richtig im Blut. Das muss sich definitiv ändern, aber dann wurden natürlich auch mal gescraped. Irgendwelche HTML-Templates wurden da abgegrast, und das ist natürlich auch kein dauerhafter Zustand. Man möchte das natürlich eigentlich über eine maschinenlesbare Schnittstelle, die sich auch dann am besten nicht ändert und die vielleicht auch am besten die gleiche ist zwischen diesen ganzen Landesparlamenten. Und das Problem ist, dieser ganze Schwall an Änderungen hat dann auch dazu geführt, dass Maxi da ziemlich einen kleinen Burnout hatte, würde ich sagen, und da sich auch nichts geändert hat auf der anderen Seite. Ja, die andere Seite hat, wir haben immer geschrieben, hey, wir haben dieses coole Projekt, dass die ganzen Leute, die bei euch im Parlament arbeiten, nutzen das auch. Wollt ihr nicht mal zum Beispiel ein Feed zur Verfügung stellen? Ja, wenn sich ein Dokument ändert, dann müssen wir nicht die ganze Zeit pollen, dann können wir einfach immer diesen Feed angucken.
aber da war nicht so viel zu machen und deswegen macht Maxi jetzt einfach jetzt was anderes. Ja. Kleine Anfragen, da steht gerade oben so ein Banner drüber, wird Ende 2020, ist noch ein bisschen hin, aber wird Ende 2020 erstmal planmäßig eingestellt, wenn wir das nicht noch irgendwie retten können. Es gibt eine Alternative zu kleinen Anfragen, das ist der Parlamentsspiegel, das ist die offizielle Seite, die quasi diese Parlamentsdokumente zusammenfassen soll. Ich habe da heute Morgen mal Fahrrad gesucht. Und ich wollte gar keine XSS-Injection irgendwie da machen, aber der Link war dann irgendwie auch direkt sofort kaputt und dann an der Seite war so ein bisschen Mojibake. Das ist irgendwie der Zustand der Parlamentsdokumentation, wenn man das mal zusammenfasst. Dieser Parlamentsspiegel ist komplett unterfinanziert. Ich glaube, da arbeitet eine Person, die dann quasi alle Landesparlamente integrieren soll und das funktioniert halt irgendwie nicht so richtig. Die Suche ist ziemlich schlecht und die Seite sieht halt so aus. Eine Abonnement-Funktion gibt es natürlich nicht. Und wenn man merkt, dass die ganzen Profis, die mit diesen Dokumenten den ganzen Tag arbeiten, eine andere Seite nutzen als die, dann merkt man vielleicht, dass man da nicht so einen super tollen Job macht und dass sich da ein bisschen was ändern muss. Und die Frage ist immer, okay, wir sagen, da muss ich jetzt, wir brauchen da jetzt irgendwie eine Schnittstelle, wir brauchen jetzt hier irgendwie eine API dafür. Wir sind tatsächlich den Schritt gegangen und haben gesagt, okay, wir schreiben jetzt einen Standard. Ja, das war damals noch nicht für die Bundesparlamente oder die Landesparlamente, sondern für Ratsinformationssysteme. Ist auch schon ein bisschen her, aber da ging es darum, um ein Portal namens Offenes Köln. Da hat Marian Steinbach damals die Seite vom Köln gescraped, das Ratsinformationssystem von Köln, und hat das besser aufbereitet, sodass man sagen kann, ich wohne hier, sag mir, was um mich herum passiert. Ein Ratsinformationssystem hat normalerweise überhaupt keine Ahnung von Geokoordinaten, da steht dann einfach irgendwelche Beschlüsse drin, irgendwo steht eine Straße drin, aber man kann das nicht so richtig verorten. Er hat es geschafft, diese Straßen zu extrahieren, das mit OpenStreetMap zu mappen und dann zu sagen, ich wohne hier, zeig mir, welche Beschlüsse um mich herum passieren. Und das hat lange gut geklappt, aber dann hat sich das Ratsinformationssystem auch wieder geändert und dann ging die Seite kaputt. Übliches Problem, aber die Lösung dafür ist jetzt Opal. Opal ist ein Standard für Rat- und Kreishäuser, für diese Ratsinformationssysteme, diese Risse. Und das ist einfach so ein JSON-Standard, der definiert Dokumente, Sitzungen, Termine und so weiter, auch Personen. Und dieser Standard beschreibt einfach so, wie das aufgebaut sein soll. Und das ist sozusagen der erste Schritt aus unserer Zivilgesellschaft, aus der Nerd-Ecke zu sagen, ja okay, ihr habt da irgendwie keine einheitlichen Standard, wie wäre es denn mit diesem hier? Und der wurde tatsächlich auch sehr gut angenommen von den Ratsinformationssystemsherstellern. Weil die haben auch gesagt, ja okay, wenn wir eine API bereitstellen, dann müssen wir jetzt irgendwie selber eine Spezifikation schreiben. Gut, wenn ihr eine habt, dann nutzen wir die. Natürlich haben sie dann auch die Spezifikation nicht einfach eingebaut, sondern das war dann ein extra Modul, das dann die Stadt für irgendwie 10.000 Euro oder mehr quasi in das Informationssystem reinschieben musste. Aber das haben tatsächlich mittlerweile schon ein paar Ratsinformationssysteme oder ein paar Kreise gemacht. Das ist so eine Karte, die gelben, das sind so alte Sachen, aber die grünen, das sind tatsächlich jetzt Bereiche, wo man per API die aktuelle Lokalpolitik auslesen kann und rausfinden kann, was da so passiert. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Da gibt es eine Seite Politik bei uns, die aggregiert das alles zusammen. Da kann ich dann mir quasi einen Kreis aussuchen, Stichwörter eingeben und da kann ich mich auch immer informieren lassen, wenn in dem Bereich was passiert. Und so habe ich zum Beispiel damals, das ist schon ein paar Jahre her, aber habe ich bei mir, ich wohne in Berlin, habe ich gesagt, okay, was ist denn Fahrrad, habe ich eingegeben, ich bin Fahrradfahrer und habe herausgefunden, dass diese eine Einbahnstraße, die für Fahrradfahrer bisher gesperrt war, da gab es einen Ratsbeschluss, dass die zu dem und dem Zeitpunkt dann auch für Radfahrer in der Gegenrichtung geöffnet werden soll. Da dachte ich mir, wow, richtig cool und habe mich auch immer richtig connected gefühlt mit meiner Lokalpolitik. Und das soll das so ein bisschen mehr möglich machen, dass Leute nicht sagen, hey, hier passiert ja gar nichts, sondern ein bisschen mitbekommen, was in der Lokalpolitik passiert und dafür aber nicht in diese Ratsinformationssysteme einsteigen müssen, weil die sind halt irgendwie kompliziert, nicht so schön anzuschauen, URLs sind nicht stabil, man kann auf nichts verlinken, sondern dass man das irgendwie über Dienste bereitstellt, die tatsächlich ein bisschen bequemer sind, ja, die das ein bisschen näher an den Bürger heranbringen, die vielleicht auch gemixt werden mit anderen Sachen. Hier auf der rechten Seite seht ihr eine Seite von München Transparent. Da funktioniert das Ganze auch in München. Da werden auch diese Ratsbeschlüsse einfach auf der Karte verortet. Dann kann ich mir angucken, was passiert eigentlich in meiner Umgebung.
das stärkt, glaube ich, wirklich die Zivilgesellschaft. Dann ist man schneller informiert und kann halt auch schneller aktiv werden. Wenn ich erst irgendwie 2 Wochen später von so einem Ratsbeschluss erfahre, weil ich irgendwie gerade diese Ratssitzung nicht da war, dann hilft mir das gar nichts. Ich muss das irgendwie direkt zu mir bekommen. Und Opal macht das tatsächlich möglich. Trotzdem haben wir immer noch so ein paar Probleme in unserer Demokratie. DevOps, ja, die Developers und die Operators, die fügen sich noch nicht ganz zusammen. Die Developers, ja, also die Leute, die diese neuen Features entwickeln wollen, das sind Menschen mit Drang, etwas besser zu machen. Ja, die wollen moderne Features, Volltextsuche, eine Push-Funktion, vielleicht ein Interface, was irgendwie nicht so aussieht, als wäre es in den 90ern gestaltet worden. Und dafür brauchen sie ja diesen offenen, maschinenlesbaren Zugang. Und sie werden im Zweifelsfall dann selber diese Operators. Ja, sie betreiben dann Seiten wie kleine Anfragen, Politik bei uns. Und das ist auf einmal, das ist halt nicht mehr schnell ein Feature entwickeln, ja, sondern das ist dann der lange Weg. Dann muss man Support leisten, man muss irgendwie für Backups sorgen und so weiter. Und das Betreiben dieser Infrastruktur, das ist der lange, hartwierige Teil. Die Software zu bauen, das macht immer Spaß, neues Feature einfügen, aber das Betreiben ist immer eine andere Sache. Und da sind wir halt auch darauf angewiesen, dass es da bessere Kooperation gibt. Aber momentan ist auf dieser Operator-Seite, da haben wir die Juris GmbH, den Bundesanzeiger Verlag, die betreiben auch gerade auf Bundesebene einige Sachen, die wesentlich besser sein könnten, wo sich aber die Verwaltung so ein bisschen zurücklehnt. Sie sagt, okay, wir haben ja dieses Problem, wir müssen jetzt zum Beispiel ein Transparenzregister herstellen, wo die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen aufgelistet werden. Ja, es gibt eine EU-Vorgabe, das heißt, wir müssen das jetzt veröffentlichen. Okay, wir können Software nicht so gut, aber wir haben aber diesen guten Bundesanzeigerverlag, der macht doch schon das und das, die können das jetzt auch machen. Und wie finanzieren wir das? Ja, die können sich einfach selber finanzieren, die können einfach Gebühren nehmen für jeden Eintrag, den man raussucht und werden halt dann mit der Aufgabe beliehen, das heißt, es wird gar nicht ausgeschrieben, sondern es ist eine Beleihung. Und dann ist dieser Verlag dafür zuständig, diese Datenbank zu betreiben und damit das quasi kostendeckend ist, kann dieser Verlag sagen, ja, für jeden Eintrag, den du da rausholst, zahlst du halt jetzt 4,50 Euro. Das heißt, wenn man in Deutschland rausfinden will, wer steckt hinter dieser Firma, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte, zahle ich 4,50 Euro an den Bundesanzeigerverlag. Und das heißt, ich komme da eigentlich sozusagen vielleicht an ein Dokument, vielleicht an zwei, aber irgendwann wird es teuer. Und eine quasi Komplettanalyse, was wir tatsächlich auch wirklich mal bräuchten, wem gehört was sozusagen in Deutschland, wird damit halt unmöglich gemacht. Und eigentlich nur, weil die Verwaltung da gesagt hat, okay, wir können das nicht selber leisten, wir brauchen da einen Partner, der uns da hilft. Und diese Konstellation ist halt schon im System irgendwie kaputt. Und das müssen wir, glaube ich, ändern. Die RIS-Hersteller sind so ein bisschen auf unserer Seite, die haben jetzt dieses Opal ganz gut aufgenommen, verkaufen dieses Modul, Opal-Modul, gut an die Kreise, dann kommt man wenigstens an die Daten ran, die haben damit auch eigentlich kein Problem, aber sie können natürlich auch ein bisschen mehr dabei sein, das besser zu machen, und eigentlich brauchen wir auch so ein Open-Source-RIS. Es gibt da, glaube ich, so ein paar Ansätze, aber wenn hier jemand zu viel Zeit hat, guckt euch Opal an und guckt euch mal an, ob ihr bei eurem Ratsinformationssystem da was besser machen könnt. Und die Verwaltung hat natürlich diese Fachinformationssysteme, ja, auch Geoinformationssysteme, mit denen arbeiten die. Und diese Software wurde für die Verwaltung geschrieben. Ja, damit arbeitet die Verwaltung jeden Tag, hat sich auch irgendwie dran gewöhnt. Aber wenn man von außen kommt und selber mit diesen Informationen arbeiten will, hat man ein Problem. Ja, weil dann versteht man das nicht, da ist das halt sehr verwaltungstechnische Sprache, da kann man sich reinarbeiten, aber irgendwann stößt man auch an den Punkt, wo man dann Daten herausbekommen will, aber man bekommt nur ein PDF. Ja, und das ist dann der Punkt, wo man sich sagt, okay, eigentlich bräuchten wir da auch besseren Zugang und eine neue Denke, wenn wir diese Software einsetzen, dass sie halt auch nachgenutzt werden kann von Bürgern, von der Zivilgesellschaft selbst. Und diese ganzen Verordnungen, Ausschreibungen, Rahmenverträge, das ist natürlich das, was das so ein bisschen das Korsett ist, was das so ein bisschen zusammenhält, was diese schnelle Veränderung aufhält. Und da kommt man auch nur so langsam dran vorbei. Ja, also wir wollen eine informierte Zivilgesellschaft schaffen, auf der anderen Seite wollen die natürlich aus der existierenden Software alles rausholen, Software kostet dort sehr viel Geld und einerseits will zum Beispiel der Bundesanzeigerverlag da möglichst viel Geld rausholen und die Verwaltung möchte einfach nicht neues Geld ausgeben, die will einfach ein bisschen Geld sparen und da reibt es sich so ein bisschen. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich das nicht auch trotzdem super ergänzen kann. Ja? Hier sind
drei Beispiele, wo die Verwaltung halt super zusammenarbeitet. Es gibt das OK-Lab Bonn-Rhein-Sieg, also das Open Knowledge Lab. Und da ist, glaube ich, die Stadt Bonn mit dem eGov-Beauftragten sehr gut dabei. Da funktioniert die Zusammenarbeit, glaube ich, ziemlich klasse. Das Verschwörhaus ist in Ulm. Da ist der Unterschied zwischen Verwaltung und Aktivismus kaum noch, kann man nicht mehr so richtig erkennen. Ja, da wird auch mal die Seiten gewechselt. Da gibt es jetzt ein Fellowship. Maxi, den ich vorhin angesprochen habe, hat jetzt ein Fellowship bei der Stadt, um dort sich Mobilität anzugucken. Und zum Beispiel Moers, ja, die machen Code von Niederrhein. Die Stadt Moers ist sozusagen die Open-Data-Hauptstadt in Deutschland, falls Sie es noch nicht wussten. Jetzt wissen Sie es. Moers ist der Platz, wo man hingeht, um richtig in das Datenportal dort einzutauchen und alles herauszubekommen, was man wissen möchte. Und diese Orte, da wird halt aktiv mit der Verwaltung zusammengearbeitet. Die Verwaltung öffnet sich da auch selbst. Und es kann also funktionieren. Das sind halt die Beispiele auf lokaler Ebene. Auf Bundesebene und der Landesebene ist es immer ein bisschen schwieriger, da an die richtigen Ansprechpartner heranzukommen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das in den nächsten Jahren auch noch schaffen werden. Ansonsten, das sind die OK-Labs. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ja, ich möchte mich irgendwie mit meinen Software-Skills in der Gesellschaft ein bisschen mehr beteiligen. Das ist das digitale Ehrenamt für die Nachbarschaft. Das sind so die Orte, wo wir uns gerade treffen. Wenn ihr an einem Ort wohnt, wo das gerade kein Punkt ist, dann ist das kein Problem. Dann können wir trotzdem irgendwie euch unterstützen. Geht auf codefor.de und da könnt ihr quasi das nächste OK-Lab rausfinden und einfach schaut einfach mal vorbei, guckt, was die machen. Ich bin mir sicher, einige von euch waren auch schon in einem OK-Lab drin und haben die Leute da mal kennengelernt. Insgesamt war das so ein bisschen jetzt hier ein Ausschnitt aus den zivilgesellschaftlichen DevOps, ja, die sich mit unseren demokratischen Prozessen beschäftigen. Wir merken, es gibt noch Reibung, ja, aber es gibt auch schon gute Zusammenarbeit und da kommt es, glaube ich, einfach auf den Austausch drauf an. So, die Contribution Guidelines sind teilweise kompliziert, aber ein Fork ist leider keine echte Option bei unserer Demokratie, deswegen machen wir einfach weiter. Vielen Dank. Ich glaube, es ist Zeit für Fragen, ja, falls Sie Fragen haben. Stopp! Es kommt ein Mikrofon. Ja, es wäre ja interessant zu wissen, also nicht nur ein Gesetz, was ausgedruckt wird und fertig ist, sondern wie der Prozess ist, wie das Gesetz zustande gekommen, welche Leute daran beteiligt sind, welche Firmen über Lobbyisten und so weiter. Soweit die Prozesse dahin nicht geheim sind, könnte man die ja also theoretisch auch öffentlich machen, ne? Genau, tatsächlich haben wir auch sowas letztes Jahr gemacht, oder war das vorletztes Jahr? Zeit verschwimmt. Aber wenn ein Gesetz auf Bundesebene entsteht, in einem Ministerium, dann gibt es immer eine sogenannte Verbändebeteiligung. Da werden dann Verbände aufgerufen, hey, wir machen hier einen Gesetzentwurf zu diesem Thema, gib doch mal eine Stellungnahme rein. Und diese Stellungnahmen werden dann im Ministerium gesammelt und wurden bisher aber nicht, also bis vor kurzem noch nicht veröffentlicht. Und wir haben dann bei Frag den Staat mit einem etwas aggressiveren IFG-Marathon dafür gesorgt, dass diese einzelnen Dokumente, diese einzelnen Stellungnahmen zu den einzelnen Gesetzesvorhaben von den Ministerien herausgegeben werden mussten. Wir haben das dann veröffentlicht und das waren dann so 2000 oder ein paar mehr IFG-Anfragen und das hat dann dazu geführt, dass die Ministerien gesagt haben, okay, so viele IFG-Anfragen, ja, Informationsfreiheitsgesetz, gutes Gesetz, ja, aber hört doch mal kurz auf und wir bereden uns und dann ist dabei herausgekommen, dass sie jetzt eine zentrale Plattform erschaffen wollen, wo zumindest die Verbändebeteiligung zentral dokumentiert wird, wo halt die Stellungnahmen der Verbände zu den Gesetzesvorschlägen online gebracht werden. Das ist jetzt noch keine komplette Transparenz. Ja, da gibt es immer noch die Lobbytreffen und noch viele andere Dinge, die da fehlen. Aber wir sind dran. Ja, ich glaube, wir haben halt über das Informationsfreiheitsgesetz gute Möglichkeiten, da an viele einzelne Dinge ranzukommen. Und wenn wir das gleichzeitig machen, dann sagen die auf der anderen Seite vielleicht auch, oh, jetzt veröffentlichen wir es. Gesetze sind ja ein Thema, aber es gibt ja gerade im technischen Bereich auch noch Normen, die Gesetzesrang haben. Norm ist typischerweise, kostet irgendwie um 200 Euro, verweist dann auf mehrere andere Normen, so dass sich das dann irgendwann auf große Summen summiert.
Wie sieht das da aus? Also ich habe mal gehört, in den USA soll das so sein, dass Normen, die Gesetzesrahmen haben, auch kostenlos veröffentlicht werden, was dann auch vor, weiß nicht, 5 oder 10 Jahren zumal einen so lustigen Streit geführt hatte, weil dann Europäer vorgeworfen hatten, mit dem Vorwurf kam, des unlauteren Wettbewerbs, weil dritte Weltländer würden sich dann eher lieber an US-Normen orientieren, anstatt an europäischen Normen. Ja. Ja. Die gute DIN, ja, die deutsche Industrienorm. Ja, tatsächlich gibt es den Paragraph 5 Urheberrechtsgesetz, wo drin steht, dass amtliche Werke gemeinfrei sind. Ja, und ein Gesetz ist ein amtliches Werk. Leider gibt es noch den Absatz 3 in Paragraph 5 und der nimmt die Normenwerke explizit aus. Das heißt, wenn man auf eine Norm verweist in einem Gesetz, heißt das nicht, dass diese Norm dann auch gemeinfrei ist. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ja, weil ich kann natürlich das Gesetz nur verstehen, wenn ich auch alle Referenzen verstehe. Ja, es ist so ein bisschen, wie Wissenschaft auch funktioniert. Ich muss ja dann auch die Quellen lesen, beziehungsweise lesen können zumindest. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie finanzieren sich die Industrienormkonsortien? Ja, das ist so ein bisschen gar nicht mein Thema, aber als Open Access-Aktivist bin ich natürlich eigentlich dafür, dass diese Normen auch veröffentlicht werden. In den USA gibt es publicresource.org mit Karl Malamud und der hat dann zum Beispiel auch die Norm veröffentlicht für Babyschnuller in Europa. Die hat er dann in den USA auf seiner Webseite veröffentlicht. Dann wurde er abgemahnt von der deutschen Industrienorm, von der DIN, und hat auch tatsächlich leider verloren. Ja, und ich glaube, er darf das jetzt nicht mehr veröffentlichen oder darf nicht, also er muss vielleicht auch Geld zahlen. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Ich glaube, Karl Malamud versucht es gerade auf sehr anderen kreativen Wegen, mit Hilfe des Brexit tatsächlich diese Industrienormen dann doch frei zu bekommen. Ja? Weil, wenn Industrienormen in Gesetzen referenziert werden, dann versucht er jetzt in den Brexit-Vertrag reinzubekommen, dass alles, was an EU-Recht referenziert wird, dass es dann in britisches Recht übernommen wird und gleichzeitig public wird oder so. Mal schauen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auf dieser Hack funktioniert. Die DIN ist sicherlich nicht so erfreut, aber es ist ein Problem und eigentlich, da müssen wir auch ein gesellschaftliches eine Lösung finden. Ich glaube, es gibt genug Firmen, die sagen, ja, kein Problem, zahle ich halt irgendwie dieses ganze Geld, aber gerade aus der Open-Source-Welt, wenn ich mir da selber sowas bauen will, wenn ich mich da an irgendwelche Normen halten will, dann kann das natürlich schnell viel Geld kosten. Und das muss ja eigentlich nicht sein. Ja, da kann auch der Gesetzgeber tatsächlich eine Lösung finden. Sonst noch Fragen? Moderiere ich mich jetzt selber ab? Ja, vielen Dank.